soll ich ein bisschen Erdbeersorbe machen und mit Erdbeersorbe rumgehen? Mhm. Wir gehen aber mit dem Topf dann rum. Wir richten das nicht an. Die können das aus dem Topf raus essen. Dann mache ich das jetzt fertig. Yes. Wir brauchen euch. Wir haben euch nötig, denn wir wollen das Restaurant voll bekommen. Und ich sag mal, bei der Deutschen Bahn würde man sagen, das ist die Schlafwagenabteilung hier. Ja, von daher gibt es jetzt zwischendurch ein kleines Erdbeersorbet. Oh! Applaus, 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 Applaus. Applaus, Applaus. Ja, da war ich natürlich ein bisschen Arschloch. Ich versuche eben, alle Register zu ziehen. Applaus, 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 Applaus. Was hast denn du auf Lager? Es ist eben mein Restaurant. Mehr, 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 mehr. Gut. So, ja. Wollt ihr vielleicht ein paar rausholen? Das Verwöhnen der Gäste zwischendurch, der kleine Gruß aus der Küche, kann das Zünglein an der Waage sein. Die Spitzenküche und die Teamküche müssen eine gemeinsame Sprache finden. Bisschen Schalotten rein, Ingwer rein. Die Artischocke habe ich in dem Fall roh geschält, habe die mit Olivenöl, mit Orangensaft, Ingwer, Schalotten. Ja, ich habe die da richtig schön geschmort. Alles gut. Das ist nur so kalt. Ah, das ist nur so kalt. Die Erdbeeren sind minus 30 Grad, aber das kommt jetzt. Aber er hat doch eben gesagt, ihr kriegt jetzt erstmal eben, wenn das so weitergeht, ne, dann ist dieses Sorbet später fertig, wie er mit dem Kochen da hinten fertig ist. Zitronensaft. Sehr gut, Janni. Wenn ich das schon sehe, da dieses Paket, ne? Da wird mir übel. Tofu. Meine, wie viel soll man denn geben von dem? Weil der ist halt schon sehr fest, gell? Der ist fest, oder? Sollen wir nur so wenig geben? Ja, ich würde nicht so viel machen. Tofu, ne? Tofu ist für mich gebackener Gummi. Tofu, ich war letztes Jahr in Taiwan. Da habe ich richtigen Tofu, selbstgemachten Tofu gegessen. Das hat nichts mit dem, den du hier so überall bekommst, zu tun. Und das schmeckt. Das wird selbst ich als Fleischesser sagen, kann man echt gut essen. Das ist doch flockig. Ja, weil das so kalt ist. Kommt jetzt. Ja? Ja. Oh, super. Jedes Detail muss stimmen, um jeden Gast wird gekämpft. Aber Janine, schau mal. Ja, was für Sie? Meine unterschiedlichen Größen, ja? Aber ihr habt es ja abgeschnitten hier, gell? Ja gut, im Restaurant geht es gar nicht bei mir. Ne? Aber ich greife da jetzt nicht die Janine oder jemanden an. Du musst das hier schöner, schau, du musst mir das hier schöner abschneiden. Nein, so, du musst jetzt das hier abschneiden, okay? Das ganze Schlumpel da, okay? Die Ecke, okay? Okay. Das hat mich dann schon gestört. Ne? Ich hätte mir wahrscheinlich mehr Zeit nehmen müssen. Ich hätte mehr führen müssen. Aber ich bin aus dem Tunnel nicht rausgekommen. Ne? Den Geschmack der Jury treffen. Das ist in dieser Show das A und O. Ein zufriedener Gast bleibt sitzen, ein unzufriedener Gast wechselt das Restaurant. Mario, erzähl mal was. Was gibt es? Ja, du, ich hab, der Plan ist, also ich werde ein veganes Teller machen mit einer Orangensoße. Und da werden wir einen Tofu machen mit Miso, gratinieren. Miso. Und da werden wir eine Artischocke und eine frittierte Aubergine. Mach euch so ein Dreierlei, so ein schönes Frühlingsteller. Das sieht sehr gut aus, mein Freund. Das machst du sehr, sehr gut. Grazie. Hast ein bisschen Fett reingemacht, ne? Jawohl, muss. Ja, ich weiß, sonst wird es nicht gleichmäßig. Ich muss nur aufpassen, das brennt schneller, als du gucken kannst. Es duftet so lecker. Woher kommt der Geruch? Wofür sind die Tomaten? Ich würde die können wir mit unter den Salat ziehen.
Ja, aber dann braten wir sie auch kurz an. Ja, auch mit anziehen. Ne? Ja. Wir haben zwei Köche dabei, die wir nicht kennen, ne? Patrick und Dori. Ja, ich finde, die beiden haben sich sehr erwachsen und toll integriert. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon registriert, dass wir einen ganz starken Job zusammen gemacht haben. Ohne Teamköche würden die Spitzenduos auf beiden Seiten noch mehr ins Schwitzen kommen. Ihr habt da schon einen hohen Anspruch, aber top. Also die sind positiv, die sind da. Nicht zu. So, Service. Oh, der gibt die Löffel, oh, der kommt so rum. Frankie. So, hier dein Löffel. Ich habe mir gedacht, wir gehen rum und haben ein bisschen Unterhaltungsprogramm. Richtig schön, nimm den dicken Löffel. Ah, ich dachte, wir kriegen jetzt wieder so ein kleines Portionchen. Oh, ey, so Löffel. Warte, warte. Ich habe eins. Ich wusste ganz genau, dass Mario Lohninger mit seinem Team jetzt holt er die ganz große Waffe raus. Denn wenn der anfängt, mit Produkten authentisch zu kochen, dann ist das eine Maschine. Ah, guck mal hier, ihr Lieben. So, alle mal rein hier. Ärmel hochkrempeln und los geht's. Mit Zitronennote? Ja. Also es ist Limette, es ist keine Zitrone, es ist Limette. Und wehe, ihr bewegt gleich nicht eure Körper rüber. Ja, aber die eigenen Gäste werden vergrault. Das stimmt. Wir haben noch keinen Erdbeersorbet gekriegt, ne? Ja. Habt ihr schon den süßen? Nein, wir haben noch nichts. So, die Bestechungsversuche. Aber es ist halt auch gut. Bitte schön. Wolltest du nichts? Nee, der ist einfach abgehauen. Seid ihr happy? Sehr lecker, ja. Danke. Nervös bin ich jetzt gar nicht. Unzufrieden schon. Jetzt muss ich einmal Gas geben. Weißt du was? Es geht bei uns auch nicht nur darum, das beste Essen zu geben. Ich weiß, dass ich ein Arschloch bin. Es geht darum, ein guter Gastgeber zu sein. Das macht das Erlebnis hier perfekt. Und du gibst alles, ne? Ich habe noch nie jemanden Arschloch zu mir sagen lassen, der sich dabei so gefreut hat. Jetzt muss ich die Augen zu und jetzt muss ich liefern. So, jetzt gehe ich mal zu meiner Fankurve. Wer möchte gerne Eis haben? Ich habe gesagt, wir holen sie alle jetzt. Ich will alle Gäste haben. Frank. Ja. Ganz ehrlich, hier nur unter uns. Ja, unter uns, ehrlich. Lenkst du vielleicht einfach die Aufmerksamkeit der Gäste an, damit sie nicht dran denken, dass sie gleich vegan essen? Nein. Die werden sicherlich gleich ein Barthaar irgendwo ins Essen finden und so, weißt du? Und dann habe ich schon mal zwei vor, weißt du?